Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ori 2. Und ja, wir haben letztes Mal die ersten beiden Schlüsselsteine gefunden und haben eigentlich auch noch gar nicht so viel gehabt. Hoffe aber trotzdem, dass wir das Ganze jetzt mal weiter durchforsten werden, das ganze Gebiet hier. Bin schon gespannt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt ruhig mal drauf. Bei mir würde mich freuen, wenn euch das gefällt. Wenn nicht, lasst mir trotzdem einen Kommentar da und kritisiert mich ruhig. Das mag ich. Danke, und los geht's. So. Uah. Kann ich eigentlich schwimmen schon? Können wir testen? Ich teste mal kurz, ob ich schwimmen kann schon. Okay, jetzt kann ich schon. Gut. Ja, was ja schon. Ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, ne? So. Weiter geht's. Yes. Ich hätte natürlich gucken können, ob schon was im Wasser ist, aber ich glaube, das wollen wir erstmal hier im Spielbad kommen. Oh, ey, was passiert doch da? Eieiei. Kleiner Wolf, würde ich sagen. Wir müssen mit dem Rennen jetzt. Oh. Ah! Mistviech. Oh, Alter. Eieiei. Das magst du nicht, ne? Feuer? Oh. Mist, ey. Okay. Glück gehabt. Mist, ich. Eieieiei. Okay, in die Richtung muss ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ich muss mal zurückgehen. Oder? Na, mal gucken. Hui. Ah, guck mal. Geheime Location mal wieder. Holzbau. Da kommen wir nicht rein. Da können wir auch nicht durch, weil er durch den Wasserfall. Was mit Feuer können wir da auch nichts machen. Hier können wir mit Feuer was machen, aber wir kommen noch nicht ganz hin. Hier können wir auch nicht durch. Jetzt geht immer tiefer, ne? Okay. Sieht hier nicht so einladend aus mit den ganzen Skeletten, aber... Okay, hier brauchen wir wieder zwei Steine, die wir nicht haben. Komme ich auch noch nicht ran. Da komme ich schon ran. Naja, schau ja nicht. Gut, dann gehen wir erstmal in der Richtung. Schöner Baum. Kann ich mich bewegen? Ah, jetzt. Auch nicht. Jetzt gehen wir hin. Gucken, was wir da bekommen an Feines. Wow. Alter, der vibriert das ganze Teil in meiner Hand hier. Ich rede nicht vom Job. Oh. Nein, ich bin tot. Nein. Das wäre jetzt der Hammer, oder? Während uraltes Licht erwacht. Sucht Naru und Gumo die Nacht hindurch. Zwischendurch mal abonnieren.
Ich will gar nicht so viel Werbung machen mit diesem Abonnieren. Tut mir leid. Okay. Hallo? Du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Geisterklinger, du hast eine Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie X zuzuweisen. Und führe Combo-Angriffe aus. Ey, cool. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Ja, okay, warte. Gucken, wie ich das... Also, wir weisen das mal... X zu. Bam. Groovy. Kann ich das kaputt machen damit? Yes. Oh, was ist hier los? Alter, was stockerte das denn? Hat man gerade, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass das Spiel ungeheure Ressourcen braucht. Aber es ist ja schon schade, wenn ich ein Spiel habe. Oh, okay. Das war wahrscheinlich gerade irgendwie eher was vom... Hat wahrscheinlich eher was zu tun gehabt mit dem Spiel selber. So. Oh, der mich zurück. Keine Chance. Also vielleicht doch. Oh nee, warte, komm mal nicht hoch, wenn wir den anderen Weg laufen. Na gut. Yes! Magnet! Du hast einen neuen Gästespiel erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke zum Anlegen. Anlegen? Machen wir das glatt. Zack. Das ist doch gut. Ich kann schon Leben bekommen. Also, weil ich weiß noch, dass man früher immer noch speichern musste zwischendurch. Muss man, also, beim anderen konnte man immer Speicherpunkte setzen. Kann man das, kommt vielleicht noch, wir sind noch nicht so weit. Aber das musste ich aber auch oft benutzen bei der Switch, damit ich nicht immer 30 Kilometer zurückrennen musste. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Bis bald, Geister. Du suchst noch jemanden. Wir kennen einen Sucher. Den großen, großen Mosig. Geh zum Wächter des Sumpflands. Quolok wird dir helfen, den Weg zu finden. Der ist in meiner Nähe. Gut. Versuchen wir. Mal was drücken, um die Quest-Details zu sehen. Also, was ist da irgendwas Besonderes drin? Nö. Gut. Yes. Machen wir so ein paar Sachen, ne? Drücke, ja, ich drücke auf die Karte. Und ich weiß, ich soll da hoch. Aber ich muss ja irgendwie daher. Das heißt, ich müsste theoretisch. Entweder geht es den Weg hier hoch. Oder da geht es gleich hoch. Müssen wir mal gucken. Oh. Eieiei. Die habe ich nun gar nicht gerechnet. Okay, da können wir eh noch nicht längs. Also müssen wir wahrscheinlich hier zurück. Naja, ich brauche die gerade nicht angucken. Ich habe gesehen, dass ich den falschen Weg gelaufen bin. So. Wahrscheinlich längst, ne? Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Ich habe rüber gerannt. Hier gerade. So, warte mal. Muss mal auf die Karte gucken, ja? Hä?
Weg gehen dahin, ne? Ich brauch's nur mal hier. Schnell. Okay, auf jeden Fall runter. Ah, guck mal. Schlag nach unten funktioniert auch. Sehr gut. Ist die Frage, rechts oder links? Ja, mal hier links. Oh, was ist hier denn los? Das Licht aus Portalen fließt durch ganz Neven. Es verbindet, es heilt. Ah, guck mal. Ach, okay. Spiel gespeichert. Das ist schon mal gut. Aber man kann auch selber das Spiel speichern irgendwann. Also wenn es so wie im ersten Teil ist, muss es ja sein. Aber ich kann hier... Aber ich kann auch nicht benutzen. Ich habe ja bis jetzt nur ein Portal. Das ist das hier, ne? Macht keinen Sinn, jetzt irgendwo hinzuflattern. Das klappt, glaube ich, nicht. Weil... Welches Tier soll ich denn nehmen, ne? Okay, da ist ein... Kann ich nicht kaputt machen, okay. Aber da oben ist ein Schalter auf der anderen Seite. Komm ich auch noch nicht ganz hin, ne? Hochklettern kann ich auch nicht, okay. Hier geht's erstmal nicht weiter. Den Stein kann ich auch nicht kaputt machen, ne? Okay. Hier geht's erstmal nicht weiter. Geht auf die andere Seite. Kann man auch nicht kaputt machen, ne? Ne. Und da kann ich auch nicht hin. Hallo, komme ich auch nicht. Ja. Ach so, der Stein. Okay. Machen wir nochmal. Zack, von der anderen Seite. Clever. Was bringt mir das? Kann ich den nicht abmachen, ne? Okay. Irgendwie weiter. Oh oh. Nein! Überraschungsgegner zwischendurch mal so, ne? Hier ist man hier längs. Komm ruhig zurück. Kriegst einfach mit dem Kopf. Willst du nicht? Dann machen wir so. Das war nicht mein Fall eigentlich, aber egal. Oh. Oh. Hä? Hey. Jetzt bin ich aber voll hier. Warum schwadrovieren hier? So. Da hoch. Oh. Das müssen wir noch schaffen, oder? Da brauche ich da noch ein. Ne, da brauche ich noch ein. Da brauche ich doch noch ein bisschen mehr Power für, oder? Kommen wir nicht hin. Glaube ich, ich teste es gleich nochmal, aber wenn wir hier weiter, vielleicht kommt ja hier noch was. Guck mal, hier ist nochmal so ein Baum. Und? Was bekomme ich jetzt? Endlich der Doppelsprung. Super.
gehen wir hinten noch durch. Na, guck mal da. Klebrig! Du hast einen neuen Geist wiederhalten. Bleib an Wänden kleben. Das machen wir auch gleich direkt. Zack. Solange wir jetzt noch Plätze haben, setzt natürlich alles ein. Oh. Warte, mach mal anders. Hopp und hopp. Zack. Und links, ne? Wow. Los, komm hier rüber. Der Doppelsprung ist schon ein bisschen lebenswichtig, ne, in dem Spiel, muss man einmal sagen. Oh. Ja. Aber jetzt die Frage. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo wir längs sollen, ne? Die Karte mal gucken. Was ist die Karte? Da. Wir sollen da hoch, ne? Wir sind immer noch nicht in der Nähe von da oben, nicht mal ansatzweise. Aber wir könnten jetzt ja wieder da hochklettern, glaube ich, ne? Den Weg, dass wir da oben längs kommen. Das machen wir doch jetzt. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Jetzt müsste ich doch auch da hochkommen, genau. Tür hinfort, hinfort. Ein bisschen blöd. So. In Richtung wollen wir auf die Karte gucken. Wir müssen in die Richtung tatsächlich, ne? Denn da, ganz ehrlich, bescheuert kann man denn sein? Jetzt können wir da auf jeden Fall längs, oder? Ja. Obwohl, hier müssen wir gar nicht längs, hört auf. Doch, wir haben einmal einen Mondstein, wir haben nur einen, wir brauchen einen zweiten, um die Tür aufzumachen. Da unten, ne? Mal runter. Oder habe ich das falsch gesehen? Unten rechts? Oder was ist das da unten auf der Karte? Ist das nicht ein Mondstein unten? Ich glaube schon, ne? Hab ich gerade eben übersehen, dass ich da war? Kann es ja auch nicht sein. Nochmal runter. Wir müssen nochmal runter. Wie blöd. Kann man nicht. Ah, wir müssen natürlich oben wieder längs laufen. Ah! Mann, ich habe fast gar kein Leben mehr. Pepper drauf. Ich muss ein Leben sammeln wieder. Ah, nein! Hat er mich tatsächlich getroffen? Aber habe ich meine ganzen Sachen noch? Ja, habe ich noch. Okay. Gut. Dann können wir doch selber immer direkt hier runter gehen. Dann brauchen wir nicht den ganzen. Oh. Das ist nicht mein Fall, aber naja. Genau da unten irgendwie, ne? Da drüben zum Hebel ran, ne? Ja. So. Und zack. Okay. Den Stein brauchen wir, um ein paar Sachen zu verschieben, die ich gerade sehe. Dann lassen wir zurück.
Kann man hier rüberschieben? Doch, bestimmt, ne? Perfekt. Den da oben holen. So, zweiter Mondstein. Falschen Weg, wenn wir rein. Da oben ist die Tür. Naja, gut. Ah, oh, nicht so blöd. Das hoch kommen wir natürlich nicht. Wir müssen natürlich unten längs. So. Deswegen wollte ich da hinten einfach mal. Bin ich jetzt, da bin ich okay, ich muss den ganzen Weg noch zurück. Dumm! Gar nicht. Muss ich mal an der richtigen Stelle sein hier, ne? Ja. Oh, einfach mal gegenrennen, das klappt wahrscheinlich auch immer. So. Zack. Jetzt geht's auf. Ja, aber das soll es auch gewesen sein für heute. Nächste Tür geöffnet. Perfekt. Besser geht's auch gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Beziehungsweise ein Like. Und ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.